Einen wunderschönen guten Nachmittag, ein herzliches Willkommen hier in Bozen in der Sparkassenakademie. Un benvenuto a tutti i presenti. Per noi come Centro Servizi del Volontariato Alto Adige è un piacere darvi il benvenuto nell'ambito di una manifestazione un po' particolare. Covid-Zeiten erfordern natürlich neues organisatorisches Geschick. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Thema aufgreifen dürfen in ganz enger Zusammenarbeit mit der Volksanwaltschaft in Bozen. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei Gabriele Morandell bedanken, die eigentlich relativ schnell Feuer und Flamme war für eine Idee und für ein Aufarbeiten von Fragestellungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit, aber auch uns im Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt in Südtirol sehr stark beschäftigen. Es geht um die klinische Indikation, um die Fehlerkultur, es geht aber auch um die Auswirkungen von Covid-19 auf unterschiedlichste Art und Weise in verschiedensten Themenbereichen. Und was kann man besser machen, als auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen? Wir haben uns erlaubt, und auch da geht nochmals der besondere Dank an die Volksanwaltschaft in Bozen, an Gabriele Morandell. Es ist ihr gelungen, auch ihren Kollegen, den Patientenanwalt und Patientenvertreter, in dem Sinn Birger Rudisch, hier nach Bozen zu bringen und für uns eine besondere Möglichkeit auch zu schauen, wie gerade dieses Zusammenspiel zwischen Südtirol und auch dem Bundesland Tirol in den letzten Monaten erfolgt ist. Sie wissen, es gibt einen sehr regen Austausch von Südtirolerinnen und Südtirolern, die aufgrund ihrer klinischen Situation und natürlich auch auf unser Haus-Universitätsklinik zurückgreifen müssen. Es gibt seit jeher ein sehr enges Verhältnis zwischen Südtirol und dem Bundesland Tirol, eine historisch gewachsene Zusammenarbeit. Und gerade das hat ja jetzt auch irgendwie symbolträchtig darunter gelitten, diese Brennergrenze, die aufgrund einer völlig ausgeachteten Situation natürlich auch zum Teil für diesen Patientenfluss, aber auch für den Austausch der Menschen untereinander zum Liegen gekommen ist. Per noi questo scambio di opinioni che oggi pomeriggio possiamo presentare è un punto fondamentale anche per analizzare un po' meglio e in profondità quello che comunque associazioni di automutuo aiuto, ma anche cittadini che praticamente hanno sofferto e hanno vissuto in una maniera particolare questa situazione del Covid, si raccontano o hanno raccontato la loro storia o quello che è stato anche percepito come una particolare riflessione o anche come un sentimento degli ultimi mesi ai vari rappresentanti delle istituzioni. Es freut mich, dass wir eben nicht nur heute also über den Brenner hinaus schauen, also diese Brennergrenze hier vor Ort auch als Spiegelbild von dem haben, was uns in einer Gemeinschaft in dieser Alpenregion auch beschäftigt hat. Wir haben auch einen Gast aus Weiland hier, eine Hochburg, wo eben diese Infektionssituation gerade in der ersten Phase in Italien ein ganz großes Problem war und wo die Welt auch drauf geschaut hat, auf wie eben auch das Management dieser besonderen, außerordentlichen Situation dort folgte. Es ist Antonio Piotti, ein sehr anerkannter Psychotherapeut, auch ein Professor und Psychologe, der sich bereits vor der Covid und dieser Corona-Pandemie ganz speziell mit dem Rückzug von Menschen auseinandergesetzt hat und sehr viel dazu publiziert hat. Es gibt also ganz viel aufzuarbeiten. Es ist der Beginn einer Schwerpunktreihe Fehlerkultur, kommunizieren, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen, wo kann man ansetzen und wo kann man ohne Schuldzugeständnisse oder auch Anschuldigungen aus dieser Krise Kapital schlagen, um etwas zu verbessern und aufzuarbeiten und natürlich auch das, was oft im Argen war, im Bereich des Case Managements aufholen. Da möchte ich mich eben nochmals ganz herzlich bei unseren Referenten bedanken, denn das ist der Startschuss für ein sehr intensives Aufarbeiten insgesamt und wir werden dann auch diese Erfahrungen
unseren Mitgliedern, aber auch sämtlichen Gemeinden des Landes zur Verfügung stellen und hoffen auf viele Reaktionen, damit wir auch aufgrund der erhaltenen Inputs dann neue Akzente setzen können, neue Themen vertiefen können und vielleicht auch ganz konkret behilflich sein können, Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Vereinen und auch Vertretern in den Behörden hilfreich zur Seite zu stehen, denn es hat natürlich auch etwas mit Spannung zu tun, es hat mit Anspannung zu tun, es hat mit Konflikten zu tun, es hat mit einem Lockdown in verschiedenster Art und Weise zu tun. Und ich glaube, diese außerordentliche Zeit braucht natürlich nicht nur solche Veranstaltungen wie heute, aber es braucht auch die Zeit, das Erlebte wirklich sehr umfangreich aufarbeiten und vertiefen zu können. Als Moderator und als Begleiter haben wir Oskar Auserer zu uns gerufen und ich möchte mich auch bei ihm bedanken für seine Disponibilität. Er hat sehr vieles in seiner beruflichen Karriere bereits gesehen, miterlebt. Er hat viele auf verschiedenste Art und Weise immer wieder beratend unterstützt und hilft uns jetzt auch gerade bei der Thematik anzusetzen, die uns immer wieder in den letzten Monaten ganz stark beschäftigt hat, die Fehlerkultur und die Kommunikation. Was ist es? Gibt es sie überhaupt? Muss man sie thematisieren? Oder wie kann man das Ganze auch aus dem Gesichtspunkt des Bürgers in einer anderen Art und Weise sehen, wie wir sie jetzt vielleicht auch durch eine totale Überrieselung und durch eine totale Informationskultur, die vielleicht auch von den Medien zum Teil ausgeschlachtet wurde, in einer Art und Weise für die Gesellschaft gar nicht mehr mittragbar war, die nicht mehr verständlich war, wo man sich auch ausgeklickt hat, weil man so überrollt wurde auch von Informationen, wo es eben nicht mehr möglich war, auch eine Bilanz von der Situation zu ziehen und dort eben auch das aufzuarbeiten, was wirklich Sache und Fakt war. In dem Sinne hören wir uns jetzt die nachfolgenden Referate an und ich freue mich schon auf den regen Austausch untereinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch von meiner Seite recht herzlich begrüßen. Zum Thema Fehlerkultur und Kommunikation, gewissermaßen als Überthema. Ich habe es mir angewohnt, die einzelnen Begriffe immer ein bisschen näher anzuschauen. Kommunikation kommt vom lateinischen communis und bedeutet eigentlich so viel wie gemeinsam etwas leisten, gemeinsam etwas tun. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf dem Einzelnen, sondern auf der Gruppe, auf mindestens zwei. Was aber meint der Begriff Fehlerkultur? Wir haben das, was wir Fehler nennen, sehr häufig in die Nähe der Sünde gerückt. In gewisser Weise ist der Baum der Erkenntnis ist der Apfel so etwas wie der Urfehler des Menschen. Und ich glaube, dass wir Fehler immer als Niederlage sehen, das heißt also Fehler ist ein Scheitern, ist etwas nicht zu schaffen, ist etwas nicht zu Wege zu bringen. Ich glaube, dass wir von diesem Blickwinkel ein bisschen wegkommen müssen. Was auch bedeutet Kultur? Kultur heißt eigentlich, kommt vom lateinischen colere, bedeutet eigentlich nichts anderes als bebauen oder pflegen. Das heißt also, es geht bei der Fehlerkultur im Wesentlichen darum, dass wir den Fehler nicht als Fehler und bestrafbar sehen, sondern dass wir den Fehler nutzen, um weiterzukommen, dass wir den Fehler nutzen, um an neue Ufer heranzukommen, um ganz einfach und simpel ausgedrückt daraus zu lernen. Bereits Mephisto hat gesagt, wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand. Ganz simpel, ganz einfach, das Irren, das Fehlermachen bringt uns eigentlich den Fortschritt schlechthin. Was aber hat das Ganze jetzt also mit unserer Krise zu tun? Ich glaube, sehr viel. Ich glaube, dass in einer besonderen Zeit, in einer Zeit, wo wir uns nicht so zurechtfinden, weil wir Vergleiche nicht haben, weil wir uns nicht erinnern können, wie wir das letzte Mal uns verhalten haben, dass wir uns heute in einer neuen Situation ganz anders verhalten, als in Situationen, die wir bereits kennen. In der Zeit der Corona-Krise ist das natürlich ganz massiv der Fall gewesen und wir haben da mit Sicherheit einiges an Fehlern produziert. Bitte verstehen Sie Fehler jetzt nicht als Negativum, sondern ganz einfach als etwas, das normalerweise vorkommt, aber wir können daraus ganz gewaltig lernen und sollten auch daraus lernen,
dass wir jetzt also diese Maske nicht als Scheuklappe sehen und auch nicht als Verbot, etwas zu sagen, deswegen sind wir ja hier, wir sind hier, um Wege aufzuzeigen, wie wir das nächste Mal das Ganze besser oder noch besser angehen können. Merken wir uns diesen Satz, Fehler und Probleme, die man ignoriert, die man also zur Seite schiebt, verschwinden nur, um sich Verstärkung zu holen. Das heißt, die kommen wieder. Es ist nicht so, dass wir Probleme einfach wegstehen können. Das wissen wir und kennen wir aus unserem Alltag. In einer gewissen Weise haben wir in den letzten Jahrzehnten unsere Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben sehr, sehr viele neue Dinge, die ganz gewaltig sind. Ein Beispiel, ganz simpel, es hat es in der Geschichte der Schule noch nie gegeben, wie in den 80er Jahren, Beginn der 80er Jahre, dass die Schüler mehr wussten als der Lehrer. Nämlich im Fach EDV hatte der Lehrer so gut wie keine Nullahnung, die Schüler waren vieles besser. Das hat es in der Geschichte der Menschheit nie gegeben, der Lehrer war immer besser als die Schüler. Und bei uns, in unserer Welt, waren zwei Dinge, wie ich meine, die ganz besonders waren. Das eine ist die Erfindung der Pille. Das hat also im Sozialen sehr, sehr, sehr viel verändert. Das hat vieles über den Haufen geworfen. Das hat vieles auf den Kopf gestellt. Und das Zweite ist mit Sicherheit also all das, was um Smartphones, um Technik, um EDV herum sich spiegelt. Da ist etwas vollkommen Neues und bis dahin vollkommen Unbekanntes in die Welt getreten. Wir glauben zum Beispiel in der Medizin, wenn wir jetzt den Schwerpunkt auf die Medizin setzen, dass die Medizin in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht habe. Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten null oder so gut wie null Fortschritte gemacht. Die Fortschritte sind gemacht worden in der Technik. Sie sind gemacht worden von Chemikern, von Ingenieuren und so weiter und so fort. Dort sind die großen Fortschritte gemacht worden. Die Medizin hat diese Fortschritte aufgenommen, integriert in die Medizin. Schließlich ist es ja auch so, dass die Medizin keine Wissenschaft ist, also keine Wissenschaft ist, sondern sich der Wissenschaften bedient. Das heißt also, das hereinholt, was zur Heilung des Menschen notwendig, wichtig und nützlich ist. Und da hat sich etwas ganz Tolles herauskristallisiert, das teilweise sehr positiv zu sehen ist, teilweise aber auch also mit Argusaugen anzuschauen ist, nämlich der Dr. Google. Viele, oder fast alle Ärzte hassen den Dr. Google, weil die Patienten jetzt, so ähnlich wie damals in den 80er Jahren in der Schule, die Patienten jetzt über ihre Krankheit bestens Bescheid wissen. Aber nur im Globalen gesehen, nicht so sehr, als was sie selbst betrifft. Und das ist natürlich also für viele ordentlich nervig und erfordert eine ganz andere Form der Kommunikation. Und da kommen wir dorthin, was sicherlich also noch Thema heute sein wird, nämlich zum Ichimori, das heißt also zu einer Isolation. Das ist der japanische Begriff bedeutet so viel wie Insel. Das heißt also abgeschlossen sein von allen anderen Menschen, nur konzentriert auf einen einzigen Fokus und damit also die gesamte andere Welt vergessen. Es gibt immer Grenzen. Die Frage ist immer nur, wo sind diese Grenzen? Grenzen gibt es zwischen Nord und Süd. Wir werden davon noch hören. Grenzen gibt es zwischen erlaubt und verboten zum Beispiel. Grenzen gibt es zwischen Ja und Nein, ganz klare Grenzen. Wo aber hat der Fehler seine Grenzen? Und was ist denn überhaupt, jetzt in der deutschen Sprache, das Gegenteil von Fehler? Ist es die Richtigkeit? Es gibt eigentlich kein Gegenteil von Fehler in der deutschen Sprache und wir sollten uns also das ein bisschen näher anschauen, was wir heute antreffen. Ein großer Hemmschuh in der Kommunikation ist ohne Zweifel die Sprache. Wir in Südtirol haben zuerst einmal, wenn wir das Ladinische für einen Moment ausklammern, haben zuerst einmal also zu entscheiden zwischen Deutsch und Italienisch. Wir haben also Kunden, die sind deutscher Muttersprache, Kunden, die sind italienischer Muttersprache. Und das alleine ist schon relativ schwierig zu handeln, weil man unter Umständen der anderen Sprache nicht so mächtig ist, wie es gut wäre. Aber wir haben ja noch etwas Neues dazu bekommen, nämlich die Fachsprache in der Medizin ist das Englische. Und jetzt in der Covid-Zeit ist noch das Chinesische dazugekommen. Das heißt also, wir sind plötzlich viel mehr integriert in alle Sprachen, die es so hauptsächlich in der Welt gibt. Sie kennen diesen Begriff, Ihr Befund ist positiv.
Die Sprache in der Medizin ist sehr irreführend. Denn die meisten Patienten lachen. Dabei heißt ja, der Befund ist positiv, dass es nicht gut ausgegangen ist für sie. Wenn der Befund negativ ist, dann ist das zum Lächeln. Oder wenn wir die Fachsprachen hernehmen, sie leiden unter R52.9, das ist also der ICD-Schlüssel, weiß niemand außer die Ärzte. Wenn Sie das hernehmen im Psalm 38,18, das weiß auch niemand, weil die Fachsprache bei uns abläuft im Griechischen, Lateinischen und Deutschen bzw. Englischen. Und wenn Sie das aufschlüsseln, dann ist das eigentlich ganz simpel. R52,9 ist ein diffuser Schmerz und der Psalm heißt so viel wie denn ich bin dem Fallen nahe und mein Schmerz ist immer vor mir. Wir sprechen in der Medizin von chronischen Krankheiten. Bitte überlegen Sie sich das, was soll das sein? Wir übergehen diese Begriffe ganz locker. Was ist eine chronische Krankheit? Eine chronische Krankheit wird meistens im Unterschied zur onkologischen Krankheit gebracht oder genannt. Die chronische Krankheit ist aber nichts anderes als eine nicht oder nur sehr schwer heilbare Krankheit. Chronische Krankheiten sind in der Regel nicht heilbar. Aber es würde natürlich nicht sehr gut klingen, wenn ich anstatt der chronischen Krankheit den Begriff nicht heilbare Krankheit kommunizieren würde. Oder auch das, echt lustig, Schatzi, wie oft hören Sie diesen Satz? Mens sana in corpore sano, und was wird damit gemeint? Ja, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, und man soll sporteln. Das ist Unsinn. Wenn Sie das nachlesen, Juvenal, Satiren, dann kommt ein Vorsatz dazu. Orandum est ut sit mens sane corpore sano. Das heißt, es ist darum zu beten, zu betteln, dass ich so etwas habe und bekomme. Hat also mit Sport überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir haben bereits in der Sprachlichkeit eine Situation, die wir die nicht sehr auf der Seite des Patienten ist, weil der Patient ist meistens ist er von dort oder von dieser Sprache, in dieser Fachsprache, meistens so gut wie gar nichts verstanden. Wir haben vor 20, 25 Jahren über das ZDN, das ist das Zentrum zur Dokumentation von Naturheilverfahren, in Südtirol eine Untersuchung gemacht zum Patient-Arzt-Verhältnis, also wir haben das extra umgedreht, nicht Arzt-Patient-Verhältnis, sondern Patient-Arzt-Verhältnis. Und das sind diese Dinge, die ich eben genannt hatte, sehr stark und eindeutig herausgeschält wurden und herausgekommen. Kann man also sagen, Irren ist ärztlich, also etwas provokativ gesagt, mit Sicherheit nicht, aber es ist, wir müssen uns das ein bisschen näher anschauen. Die Medizin fußt eigentlich darauf, entweder auf der Evidence-Based Medizin, das heißt also auf den Versuchen, die natürlich mit den neuesten starten, oder auf der anderen Seite auf Risiko und Fortschritt, das heißt also auf der Erfahrung der Ärzte, die so arbeiten. Und es ist immer so, irgendetwas muss neu hereinkommen und all das, was neu hereinkommt, denken Sie jetzt bloß an zum Beispiel an die Impfung von Covid, das muss ja zuerst getestet werden. Das heißt also, wir werden x-Tausenden von Menschen dankbar sein müssen, dass sie sterben, damit andere den Vorteil haben. Es geht nicht anders. Das heißt also, wir werden nicht von Anbeginn an einen Impfstoff finden oder ein Medikament finden können, das zu 100% funktioniert. Da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt der ganzen gesamten Fehlerkultur. Ärzte berufen sich darauf, dass das, was sie tun, wissenschaftlich allgemein anerkannt ist. Und wenn man sich nun fragt, ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Wer erkennt, wer unterschreibt denn das? Ich habe mit einem Bekannten von mir aus Deutschland, Dr. Schlebusch, in den 80er Jahren den Dr. Friedrich Hoppe, das war der erste Bundesärztekammerpräsident von Deutschland, also der höchste Arzt in Deutschland, und damals Horst Seehofer, der ja heute noch im Amt ist, allerdings war er damals Gesundheitsminister von Deutschland. Die haben wir angeschrieben und gefragt, ob Sie das unterschreiben würden, und Sie sagen, wir sind doch nicht blöd. Sie können so etwas nicht unterschreiben, weil die Medizin ständig Fortschritte macht. Es gibt keine wissenschaftliche allgemeine Anerkennung, das ist nur Fantasie. Und trotzdem funktioniert die Medizin nicht schlecht. Wir haben also in der Medizin ein Riesenloch zwischen Verantwortung und Sorgfaltspflicht. Lassen Sie mich den Unterschied
kurz erklären. Verantwortung ist dann gegeben, wenn Sie selbst die Antwort geben. Das heißt also, wenn Sie sagen, das ist richtig, das nehme ich auf meine Kappe. Die zwei sehr berühmte Vertreter davon waren Professor Sauerbruch, der als erster Mensch den Brustkorb geöffnet hat, bis dahin verboten, bis dahin als unmöglich abgestempelt. Er hat es trotzdem gewagt. Heute sind wir ihm millionenfach zu Dank verpflichtet. Und natürlich Christian Barnard, der als erster ein Herz verpflanzt hat. Ja, das ist 50 Jahre her, der hatte damals den Mut und hat die Verantwortung gezeigt, das mache ich, obwohl es eigentlich in allen klinischen Wörterbüchern, wie der Schremmel zum Beispiel, als nicht möglich dargestellt wird. Sorgfaltspflicht ist dann gegeben, wenn ich Sorge trage, dass ich das so mache, wie es in den Büchern steht. Aber aus der Sorgfaltspflicht kommt niemals Fortschritt oder etwas Neues heraus. Sorgfaltspflicht bleibt immer beim Alten, bleibt an der Tradition, am Bewährten haften, aber ohne Fortschritt. Dementsprechend kann man also sagen, Fehler kann man nicht verbieten. Das geht nicht, weil sie trotzdem passieren. Fehler kann man erlauben, man kann sogar applaudieren, wenn man eine Fehlerkultur hat. Also nicht hämisch, sondern so, dass man sagt, toll, jetzt sind wir drauf gekommen, so geht es nicht. Und dann sehen wir, dass die Fehler eigentlich die Grundlage jedweder Innovation, jedweder Fortschrittes ist. Und ich glaube, dass das Erste und Wichtigste das ist, dass wir die Fehler melden. Dass irgendwo eine Zentrale ist, die die Fehler aufnimmt und verarbeitet, in dem Sinne verarbeitet, dass wir etwas Positives daraus machen. Niemand hat Freude mit Fehlern und das kann man in einer Fehlerkultur ohne weiteres bewerkstelligen und tun. Das zweite große Wichtige ist, dass wir in der Fehlerkultur nicht Angst haben davor, dass wir verhaftet werden, dass wir bestraft werden, sondern dass Fehler als Teil meiner Arbeit gesehen wird, dass der Fehler sogar immer auch als Samen für das Positive gesehen wird. Und dann werden wir nicht mehr Flüchtigkeitsfehler oder Fehlerzungen, beinahe Fehler so kritieren, dass wir sagen, gut gegangen oder an der Tabelle, sondern wir müssen das so aufbauen, dass als Erster der Chef da sein muss und die Chefin da sein muss, diejenigen, die also für die Abteilung verantwortlich sind, für die Umgebung verantwortlich sind, dass die damit beginnen, selbst auch Fehler zu nennen und den anderen zu kommunizieren, damit die daraus lernen und mit möglichst keine Fehler mehr passieren. Dementsprechend ist die Fehlerkultur aufgebaut auf die Fehlererfassung, die Fehleranalyse, die Erhebung der Fehler und letztendlich als Ziel die Fehlervermeidung mit dem Resultat, dass dann bereits wieder der erste Fehler oder der nächste Fehler passiert. Fehlerkultur alleine, meine Damen und Herren, reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass sich die Fehlerkultur mit der Vertrauenskultur verbindet. Und damit möchte ich schließen und mich bedanken und weiterleiten auf die Situation in Südtirol und in Nordtirol. Und ich darf beginnen mit Nordtirol und Magister Birger würde ich bitten, mit den Ausführungen zu beginnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank zunächst für die freundliche Einladung über den Brenner hinweg. Vielen Dank auch für die freundliche Einbegleitung und das sehr spannende erste Referat. Danke vielmals, ich habe wieder was gelernt. Ja, vor allem, dass man Folien auch mit Fotos bestücken kann. Man muss sich nur die Zeit nehmen, die guten Fotos zu suchen. Und was ich mitbringe, mein Rucksack oder Bauchladen, wie man sagen möchte, ist die Erfahrung, wie wir in Tirol, bei der Tiroler Patientenvertretung, Fehlerkultur wahrnehmen. Und habe im Gepäck ein paar Fälle, damit man über etwas Konkretes reden kann. Die Ausgangslage, wie sie sich für uns darstellt, ein bisschen wenig rechtliche Grundlagen, dann die Darstellung, was die Patientenvertretung bei uns ist, damit wir auch vielleicht den Austausch schaffen, wie die Südtiroler Volksanwaltschaft das leben kann und ein bisschen was zur Auflösung der Fälle, damit es bis zum Schluss spannend bleibt und dann vielleicht noch die Möglichkeit zur Diskussion. Die erste Dame, von der ich berichten möchte, die ist mit einem geschwollenen Knie in ein Krankenhaus gegangen.
Tag des Jahres 2010 begonnen, sondern war das schon länger so. Und sie hat zum Doktor gesagt, es knüttelt so weh und sie kann es nicht mehr abbiegen. Ich möchte mich nicht lange damit aufhalten. Sie hat eine, nach ihren Worten, Spritzenkur bekommen, wahrscheinlich ein zweifaches Medikament, also ein schmerzlinderndes Medikament und ein entzündungshemmendes Medikament. Und damit sollte es gut sein. Dann war es nicht gut und die Patientin kam ein paar Monate später zu mir. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich dann am Schluss. So, und dann das ist die zweite Variante, wobei ich im ersten Beispiel sagen möchte, das war also in einem öffentlichen Krankenhaus in Tirol. Der zweite Patient, ein junger Mensch mit 50 Jahren, in meiner Diktion ein Hürdenläufer, also ein sehr sportlicher Mensch, der schon seit längerem Beschwerden der Hüfte hatte, vielleicht deswegen, weil er sehr viel Sport betrieben hat, und dem hat der niedergelassene Orthopäde geraten, doch seine Hüfte tauschen zu lassen, weil das mit seiner natürlichen Hüfte nicht mehr ginge. Er hat lange hin und her überlegt, weil die 50 machen das eigentlich nicht, wenn man es nicht unbedingt muss, und tatsächlich hat er sich dann operieren lassen, und die Kollegen sozusagen in diesem Privatspital, bei dem, in dem er sich operieren ließ, die sind nach der Operation aufgestanden und gegangen, und bei ihm war das schwierig. Er ist dann wieder zu seinem Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, er muss sich halt gedulden und Schmerzmittel nehmen und Therapien machen und das wird schon. Und nach dem nächsten Monat, wo er sich geduldet hat und Schmerzmittel genommen hat, ist er wieder zu seinem Arzt gegangen und der hat das angeschaut und gesagt, es ist alles gut, wir haben alles richtig gemacht. Er soll weiter seine Schmerzmittel nehmen, Therapien machen, das wird schon. Und nachdem dann über ein Jahr in dieser Weise vergangen ist, hat er sich gedacht, na, jetzt lasse ich mir doch von jemand anderem noch anschauen, hat sich eine zweite Meinung gesucht und dieser nachfolgende Arzt hat gesagt, mit dieser Hüfte wird es nichts mehr. Jetzt stelle man sich vor, wie es diesem Patienten geht. Wie ist jetzt seine Ausgangslage? Beschwert er sich? Beschwert er sich nicht? Was will der? Wem glaubt er? Wem vertraut er? Vertraut er dem Arzt, dem er so viel vertraut hat, dass er sich dann in die Hüfte schneiden lassen? Oder vertraut er dem, der ihm genau das Gegenteil sagt? Ja? Okay, Beispiel 2. Und weil wir aktuell mit den Covid-Fällen befasst sind, noch meine Erfahrung zu den Corona-Anliegen, die zu uns kommen. Und da haben wir ganz stark gemerkt, dass vieles nicht Krankenhäuser betrifft, sondern ganz allgemein. Zu Corona musste es denn alles sein. Beschwerden betreffend Schule, betreffend Reisebeschwerden, Beschränkungen. Wir zum Beispiel mehrere, die mich angerufen haben aus dem Urlaubsdomizil in St. Anton, wo das noch gesperrt war. Und die einen gesagt haben, die lassen uns einfach nicht fahren. Die anderen haben gesagt, warum dürfen die Holländer fahren und die Österreicher nicht? Warum dürfen die Österreicher noch in diesem Slot fahren? Und 5 Stunden später haben sie mich angerufen, jetzt sind wir im Konvoi, hätten wir fahren sollen, aber ab Landig war kein Konvoi mehr. Wir hätten überall stehen bleiben können. Wie es dann offenbar auch dann der Fall gewesen ist, dass sich manche Touristen dann ein anderes Quartier in Tirol gesucht haben, um den Urlaub woanders fortzusetzen. Beschwerden betreffend Arbeitseinschränkungen, die eigentlich auch nicht zu uns an denen kommen, aber es waren schon einige, die gesagt haben, ich hätte eine Operation vor mir gehabt, war schon terminisiert und ist abgesagt worden. Oder eine junge Mutter mit kleinen Kindern, die einen Tumor hatte und die keinen Operationstermin bekommen hat. Die sich natürlich Sorgen macht und sich fragte, was ist jetzt mit mir und meinen Kindern, wenn der Tumor streut und ich das nicht überlebe. Ein großes Thema waren Kontaktbeschränkungen, wie ich heute schon gehört habe, dass es auch in Südtirol ein Thema ist. Das war bei uns sowohl ein Thema in den Alten- und Pflegeheimen, aber auch in den Krankenanstalten, wo wir schon auch Situationen hatten, bei denen Menschen dann alleine verstorben sind, ohne dass sie sich verabschieden konnten, die auch nicht mehr telefonieren konnten. Ein älteres Ehepaar, beide an Covid erkrankt und man hat die Frau nicht zum Mann lassen, der dann im Krankenhaus bei diesem gemeinsamen Aufenthalt verstorben ist, also auch solche Dinge.
Und da ist sehr viel auch um das, was davor schon angesprochen worden ist, um die Kommunikation gegangen. Wie vermittelt man das Thema? Von vornherein, warum machen wir das Ganze? Wofür diese ganzen Präventionsmaßnahmen? Ist es zu scharf oder zu wenig scharf? Es ist sehr viel Angst, sehr viel Sorge wahrnehmbar. Und dann kam das Thema Patientenverfügungen, das bei uns ein bisschen anders geregelt ist als in Italien, wo es in Österreich eigentlich darum geht, vorsorglich zu erklären, welche Behandlung man nicht mehr haben möchte, wenn man nicht mehr geschäftsfähig ist. Und da gab es zwei Strömungen. Die eine, die unbedingt schnell eine Patientenverfügung machen wollten, um ja nicht mehr eine künstliche Beatmung zu bekommen, weil sie so große Angst vor der künstlichen Beatmung hatten. Und dann gab es die, die gesagt haben, Hilfe, wenn ich nicht künstlich beatmet werde, was ich eigentlich ausgeschlossen hatte, dann überlebe ich Covid nicht, wo ich vielleicht Chancen hätte. Ja? Also das waren diese Themen. Und jetzt sieht man, wenn man das alles zusammennimmt, die Dame mit ihrem entzündeten Knie und das Thema mit der Hüftprothese, was in einem bestimmten Alter dann schon fast zum guten Ton gehört, und zu Covid, das sind alles Menschen, die sich in einer Krise befinden, auch ohne Covid in einer Krise befinden. Und das sind eigentlich unsere typischen Klienten seit 11 Jahren mache ich jetzt diesen Job, und es ist eigentlich immer das gleiche Schema, dass das Menschen sind, die sich schon in der Krise befinden, weil sie krank oder verletzt sind. Und aufgrund unserer Zuständigkeit, die sich hauptsächlich auf Krankenstaaten konzentriert, sind es Krankheit oder Verletzungen, die so schwerwiegend sind, dass die Patienten ins Krankenhaus müssen. Wenn man sich jetzt bei sich selber nachforscht und schaut, wenn man krank ist, würde man vielleicht lieber zu Hause bleiben, Decke über den Kopf und warten, bis es vorbei ist. Und vielleicht, wenn man sich betreuen lässt, soll das ein vertrauter Mensch sein, von dem man sich dann an den bringen lässt und fertig. Ja? Und jetzt ist diese Erkrankung oder Verletzung so stark, dass der Patient, die Patientin, sich jemanden anderen anvertrauen muss, den er nicht kennt, dass man woanders übernachten muss, wo es geradezu nicht angenehm ist, wo man sich aufgrund der Verletzung vielleicht nicht so zudecken würde, wie man das sonst hat, dann hat man Zimmernachbarn, die vielleicht telefonieren, wann es ihnen vorkommt, dass sie das Fernsehprogramm haben, wann man dort Ruhe braucht, dass man das Essen bekommt zu einer Zeit, wo man es gar nicht haben möchte oder was immer. Nur das löst keine Beschwerden aus, deswegen kommen die Menschen nicht zu uns. Und diese Schwierigkeiten, denen der Patient unterliegt, könnten nach unserer Lesart eigentlich im betreffenden Krankenhaus, beim betreffenden Arzt, in der betreffenden Pflegeeinrichtung bewältigt werden, wenn man den Menschen nur zuhören würde, beziehungsweise wenn sich die Betroffenen trauen würden, was zu sagen. Und ich kann schon sehr viel auch von Fehlerkultur sprechen, aber zur Fehlerkultur gehört nicht nur die Offenheit des Arztes, der Ärztin, damit umzugehen, sondern es fängt schon damit an, dass der Betroffene sich traut, das zu sagen. Wenn da die Klingel, bei uns nennt man das Galgen interessanterweise, das ist dieses Dreieck über dem Pflegebett, wo dann der Klingelknopf dranhängt, und wenn man sich nicht traut, beim nächsten Mal, wo die Schwester sowieso hereinkommt, ihr zu sagen, erkannten Sie mal bitte die Glocke in der Reihe. Ich komme nicht hin. Oder das Beispiel von der Schulteroperierten, ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt, von der Schulteroperierten, die nur auf einer Seite liegen konnte, und die Schwester hat den Tisch mit Handy und Obst und was immer auf die Seite gelegt, wo die Patientin nicht hingekommen ist. Ja? Hier traut sie irgendwann mal nichts an, da kann ich auch nichts ändern. Ja? Und nach unserer Erfahrung sind die Leute, die zu uns kommen, solche, die also in dieser vertieften Krise sind oder waren, wo die Bewältigung nicht durch das Krankenhauspersonal geschafft wurde, wo die Bewältigung nicht durch die Angehörigen geschafft wurde, wo der Patient, die Patientin einfach damit zurückbleibt und bleibt zurück mit einem riesigen Ballon von Emotionen, der erst dann hervorkommt, wenn der Nadelstich passiert, wenn der Ballon explodiert. Und dieser Nadelstich passiert zum Beispiel durch den Nachbehandler. Der Nachbehandler, der beim Hüftpatienten sagt, mit der Hüfte wird es nichts mehr. Oder die drei wunderbaren Worte, um Himmels Willen.
vom Behandler vielleicht, vom Nachbehandler vielleicht gemeint, empathisch, wie schlimm ist es denn gewesen? Und der Patient meint, um Himmels Willen, was ist da passiert? Ist mir da recht geschehen? Ja, das sind so, ist so der Ausgangspunkt. Und dann ist die Frage, was will der Patient? Was will die Patientin, wenn ihr sowas wieder fährt? Und da geht es nie um die Haftung. Weil der Patient, der in dieser kritischen Situation ist, der krank oder verletzt ist, der oder die will zuerst wissen, was ist überhaupt passiert? Bin ich da richtig mit dem, wie mir das vorkommt, oder liege ich falsch? Stimmt das, was der Angehörige oder Nachbehandler sagt, oder stimmt das, was mir mein Arzt sagt? Das Zweite, diese Menschen wollen gesund werden. Und da geht es nicht ums Geld, weil Geld macht nicht gesund. Und das Dritte ist vielleicht, wenn aus unserer Sicht die Gegenseite, also die Behandler, die von der Beschwerde betroffen sind, sich sofort auf die Verteidigungsrolle versteifen, wenn die dann sagen, na, da war nichts, dann möchte der Patient irgendwann mal Gerechtigkeit. Und leider sage ich jetzt dazu, oder Gott sei Dank, weil in einem Rechtsstaat wohnen, schafft Gerechtigkeit das Gericht. Und dann brauche ich das Recht, das Schadenersatzrecht. Und damit kommen wir blöderweise wieder zur Haftung. Die Haftung bei uns ein Recht auf Schadenersatz heißt. Ja? Und quasi zum Beweis, alle paar Wochen passiert es dann doch, dass ein Patient über uns einen Schadenersatz bekommt, sich bedankt und trotzdem unzufrieden hinausgeht. Weil der Patient wollte nicht Geld haben, sondern er wollte Anerkennung dafür vom Krankenhaus oder vom betroffenen Arzt, ja, ist uns passiert. Wollte eine Entschuldigung und wollte vor allem ein Vertrauen dafür, wieder behandelt zu werden, wieder einen guten Behandlungsplan zu haben. Aber wir nehmen wahr, die Patienten gehen zuerst nicht nach dem Motto, wenn du ein Problem hast, geh beten, also mach das mit dir selber aus oder mit dem lieben Gott. Wenn du einen Rat einholst, dann befolge ihn gefälligst, so wie unser Hürdenläufer, der dann über ein Jahr und viele Monate zu dem gleichen Arzt gegangen ist, und beschweren tut man sich sowieso nicht, weil der weiß, wie es mit angeht. Wenn man jetzt auf der anderen Seite schaut, die betroffenen Ärztinnen und Ärzte, die sind nicht gewohnt, damit umzugehen, die kennen das nicht. Wenn bei der Visite der Primar kommt und jemand aufbegehrt, denkt sich der Primar, was ist jetzt los? Das kennen wir nicht. Ja. Gut, ein bisschen rechtliches. In Österreich gibt es als oberste Norm quasi eine Vereinbarung zwischen den Bund und den Bundesländern, weil wir ein bisschen im Verfassungsrecht andere Grundlagen haben als der italienische Staat. Und da haben sich die Bundesländer und der Bund verpflichtet, bestimmte Patienten und Patientinnenrechte einzuhalten. Das ist noch nicht unmittelbar anwendbar, aber zumindest ist es ein Fingerzeig, an den man die Gebietskörperschaft von Bund und Länder erinnern sollte und dass vor allem die Persönlichkeitsrechte besonders zu schützen sind. Das ist schon im Artikel 2, also eigentlich ganz eine wichtige Vorschrift. Und der Artikel 4 sagt, Patienten dürfen nicht diskriminiert werden. Es gibt also in Österreich keine Zweiklassenmedizin. Ich höre keinen Widerspruch, aber vielleicht deswegen, weil wir unter besonderen Umständen das heute aufzeichnen. Dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt, zur Vorstellung meiner Einrichtung. Die Tiroler Patientenvertretung ist verhältnismäßig jung, die jüngste Patientenvertretung in Österreich. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Tirol das heilige Land ist, wo man ganz besonders viel betet, wenn man ein Problem hat, wo man nicht geglaubt hat, dass es das früher braucht. Die Eckpunkte unserer Einrichtung sind also, dass wir keine interne Beschwerdestelle von Krankenhausstaaten sind, sondern unabhängig von allen Gesundheitsdiensteanbietern. Wir sind weisungsfrei zur Politik. Wir unterliegen einer strengen Verschwiegenheitspflicht. Das ist unsere besondere Geschäftsgrundlage, weil die Personen, die zu uns kommen, kommen deswegen zu uns, weil sie sich zuerst im Vertrauen beraten lassen können, ohne
dass der betroffene Arzt, die betroffene Ärztin etwas davon erfährt. Der Service ist kostenlos und wir sind eine staatliche Einrichtung, die ausschließlich außergerichtlich tätig ist. Alles das, was wir für unsere Klientinnen und Klienten erreichen, erreichen wir durch Verhandlungen. Verhandlungen. Ja. Gut. In dieser Rolle werden wir relativ viel verwechselt, deswegen das rote Ampelmännchen aus Berlin, weil wir keine Rechtsanwälte sind, sondern kostenlos tätig sind. Auch keine Staatsanwälte, weil wir nicht das Ziel haben, jemanden vor den Richter zu zerren, sondern versuchen, außergerichtlich Dinge zu lösen. Und haben zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist die allgemeine Interessenvertretung, wo wir versuchen, die Patientenrechte unters Volk zu bringen und zu den Systemdaten zu bringen. So wie heute bin ich im Rahmen der allgemeinen Interessenvertretung unterwegs, um zu schauen, ob wir nicht durch den Austausch ein Mehr an Patientenrechten zu Wege bekommen, egal ob das nördlich oder südlich von Brenner ist. Und der zweite Geschäftsbereich ist die individuelle Interessenvertretung mit einem Teil Beratung und einem Teil Beschwerdemanagement, also Vertretung in Beschwerdesachen, betreffend Krankenanstalten, Kuranstalten und Rettungsdienste. Da ist der zweite Rucksack, den ich immer mit habe. Der eine Rucksack ist das, wofür ich zuständig bin. Und der zweite Rucksack sind die vielen Teile des Gesundheitswesens, wo uns die Hände gebunden sind, wo wir nicht für unsere Klientinnen und Klienten eintreten können, also Beschwerden gegen Apotheken, niedergelassene Ärzte, Physiotherapeuten. Da können wir beraten, aber nicht einschreiten. Ist bei uns sehr unverständlich, vor allem deswegen, weil es in Österreich in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich geregelt ist und in meinem Bundesland kann der Patientenanwalt mit dem niedergelassenen Arzt verhandeln, was bei uns nicht möglich ist. Ja, da sind wir noch hart am Arbeiten, dass uns das vielleicht irgendwann gelingt. Im Bereich der allgemeinen Interessenvertretung arbeiten wir über die Staatsgrenzen sogar hinaus, arbeiten wir mit den Kollegen in anderen Bundesländern zusammen, sind in verschiedenen Gremien vertreten, wie der Ethikkommission der Medizinischen Universität und im Evaluierungsausschuss der Ökumen zum Beispiel. Der Evaluierungsausschuss kümmert sich um die Qualität in den Ordinationen der niedergelassenen Ärzte und da ist ein kleiner Widerspruch, dass wir dort schon vertreten sein sollen und uns einbringen sollen, aber betreffend einen einzelnen Arzt können wir nichts tun. Gut, und betreffend das individuelle Beschwerdemanagement oder die individuelle Interessenvertretung haben wir den Teil Beratung, wo die Patientenverfügung bei uns ganz stark sind und die Fragen betreffend ELGA im Bereich der ELGA-Umstelle immer stärker werden. Ich bringe noch einen Punkt zu ELGA, wo ich auch die Abkürzung erkläre. Und zwar haben wir seit ein paar Jahren dieses System, in dem endlich der einzelne Patient, die Patientin von zu Hause aus zeitlich und örtlich unabhängig die eigenen Behandlungsunterlagen anschauen kann. Bisher war es immer so, dass man zum eigenen Arzt, zum eigenen Krankenhaus gehen musste und betteln musste, dass man seine Behandlungsunterlagen bekommt. Seit dem Dezember 2016 kann man von zu Hause aus, vom eigenen Computer aus, ohne dass man jemanden fragen muss, die ärztlichen Entlassungsbriefe, ärztliche Pflegebriefe, Laborbefunde und radiologische Befunde einfach abrufen. Was man dazu braucht, ist die sogenannte Handysignatur, aber man muss niemanden mehr fragen. Dazu gibt es manchmal Beschwerden und die Beschwerden können auch bei uns bei der ELGA-Ombudsstelle im Rahmen der Tirol-Patientenvertretung vorgebracht werden. Gut, und wenn es zu Beschwerden kommt, suchen wir immer die außergerichtliche Lösung im Einzelfall, die Aufklärung, die Menschen wollen, weil sie wissen wollen, was ist denn passiert. Wir versuchen, klärende Gespräche zu moderieren, kommen, wie der Vorgesagte, oft zum Thema Schadenersatz, weil sich unsere Verhandlungspartner dann auf den Schadensersatz als Verteidigungsstrategie stützt. Und vielleicht nur zum Anmerken, es gibt bei uns den sogenannten Patientenentschädigungsfonds, der eingerichtet wurde, weil diese Schadensersatzfragen in der Medizin selten zugunsten von Patienten ausgehen. Weil man einfach diesen Fehler, den man suchen muss, kaum nachweisen kann als Patient. Hat auch damit zu tun, dass die Beweismittel
die man für so eine Aufklärung braucht, ja nicht vom Patienten erstellt werden, sondern immer vom Behandler erstellt werden. Jetzt kann ich keinem Behandler nachweisen, dass er da irgendwie eine Urkunde gefälscht hat. Das kann ich niemandem tun. Ich würde sofort die Gegenklage bekommen. Und weil ich an dem kaum kratzen kann, gibt es für die öffentlichen Spitäler diesen sogenannten Patientenentschädigungsfonds, in den alle stationären Patienten einzahlen und aus denen Patienten, die eine Beschwerde vorbringen, wo wir sehen, da kann was dran sein, aber wir beweisen es nicht, da können die pauschalierte Entschädigung bekommen. Ja. Im Voraus sind bei uns auch Datenschutzfragen, die Frage, ob jemand in der eigenen Behandlungsdokumentation gelesen hat, oder nicht hätte lesen dürfen. Und das trifft uns sowohl im Bereich Patientenvertretung als auch im Bereich LKU-Notstelle. Und da kommen wir zur Aufklärung, wie die Fälle ausgehen können. Wir haben beim Beispiel mit dem dicken Knie, sage ich jetzt so, eine Stellungnahme des Arztes im Krankenhaus eingeholt und das Spital hat durch den Haftpflichtversicherer ein Angebot auf Finanzierung eines Gutachtens gemacht. Das Gutachten ist gegen die Patientin ausgegangen. Wir haben der Patientin empfohlen, einen Antrag an den vorerwähnten Patientenentschädigungsfonds zu stellen und der hat der Patientin 7.000 Euro zugesprochen. Die Patientin weiß also zum einen, sie hat ein bisschen Geld gekriegt, zum anderen weiß sie, gar nichts ist angewiesen. Also es ist ein bisschen ein so ein halber Urteilsspruch ist es auch, wenn man eine Entschädigung zugesprochen bekommt. Und der zweite Patient hat sich an uns gewandt und hat gesagt, na, mir tun dabei nichts. Ich möchte mich zuerst operieren lassen, die Hüfte austauschen lassen und ich möchte nicht, dass irgendjemand von den Beteiligten weiß, dass ich mich beschwert hätte. Die Operation ist gut ausgegangen. Nach der Operation haben wir Kontakt mit dem Erstbehandler aufgenommen, haben dann auf Kosten des Haftpflichtversicherers ein Gutachten erstellen lassen können und haben dann, weil das Sachverständige gesagt hat, die Hüfte ist mit einem Achsfehler eingebaut worden, also die war nicht so, dass der Patient gerade stehen hätte können. Und die haben uns ein Angebot gemacht, dass wir dann mit Verhandlung noch auf 19.000 Euro haben erhöhen können, wegen Verdienstbemerkung und so. Also ist für den Patienten insoweit dann erträglich ausgegangen. Nachdem diese Operation in einem Privatspital passiert ist, hätte der Entschädigungsfonds hier nicht wirken können. Also wenn das Gutachten negativ ausgegangen wäre, hätte der Patient gar nichts gekriegt. Das war jenes. Damit man ein bisschen einen Einblick hat, wie viel wir an Beschwerden abarbeiten, das sind im Jahr zwischen 500 und 600 Fälle betreffend Krankenanstalten. Und wenn man sich darunter die Spalte, wir zählen auch alle Beschwerden betreffend niedergelassene Ärzte, wenn man sich das anschaut, das ist mehr als die Hälfte. Ja? Also wir haben zwei Drittel Beschwerden betreffend Krankenanstalten, ein Drittel betreffend niedergelassene Ärzte und du musst nicht behandeln. Es ist der Ärztekammer und der Gesundheitspolitik noch nicht weiß zu machen, dass das wichtig ist. Ja? Und wahrscheinlich ist es so, dass die meisten Patienten sich nicht trauen, einen Gerichtsprozess zu führen gegen den eigenen Behandler. Ja? Das heißt, die bleiben eigentlich auf der Strecke. Und für mich ist es deswegen umso mehr ein soziales Thema, das zu fordern und nicht ein Thema, den Ärzten irgendwie was Schlechtes zu tun, sondern da geht es darum, Dinge aufzuklären. Weil wenn der Arzt meint, der jetzt alles gut macht, dann macht er das nächste Mal wieder. Der Patient geht ja einfach immer zum gleichen Arzt hin und der Arzt meint dann, Patient geheilt, geht weiter so. Ja. Das war jenes. Und damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Rudisch, für die Ausführungen. Die waren nicht nur informativ und spannend, ein bisschen auch schockierend, wenn ich das so sagen würde, weil es einfach zeigt, dass der Patient nicht gerade auf der rechten Seite sitzt. Ich darf gleich die Volksanwältin Karriere noch an der Becken mit ihren Ausführungen jetzt beginnen. Dankeschön.
Guten Nachmittag auch von meiner Seite. Es war sehr interessant, das Beispiel von Nordtirol zu sehen. Und ich werde jetzt in einem kurzen Vortrag mal ein bisschen nach Nordtirol schauen und so einen Vergleich ziehen und Ihnen auch ein wenig zeigen, wie ist es bei uns. Die Südtiroler Volksanwaltschaft gibt es schon viel länger als den Patientenvertreter in Nordtirol. Uns gibt es seit 1986. Schon der damalige Volksanwalt hat damit begonnen, sich auch um Beschwerden zu kümmern von Patienten. Da hat sich die Volksanwaltschaft immer zuständig gefühlt. Und da es ja eigentlich ein großer öffentlicher Betrieb bei uns ist, der Sanitätsbetrieb, eine Körperschaft des Landes, hat sich eigentlich die Volksanwaltschaft immer zuständig gefühlt und ist diesem Auftrag auch nachgekommen. Dann starte ich gleich mal. Weil es war ein bisschen so eine Insellösung in Südtirol, also die italienischen Volksanwälte kannten das gar nicht und haben sich in den letzten Jahren recht gehütet, sich um Beschwerden von Patienten bei Arztfehlern auch darum zu kümmern. Es gab da nur eine Ausnahme, das war die Toskana, auch dort hat man eigentlich das schon sehr lang auch praktiziert und ist immer wieder für den Patienten auch eingetreten. Im italienischen Staat gibt es dann ein Gesetz aus dem Jahr 2017 und da haben wir diesen Artikel 2 und das ist das erste Mal, dass der italienische Staat überhaupt auch diesen Gedanken zulässt, dass es einen Garante di diritti della salute, einen Patientenvertreter auch geben könnte oder benötigt wird, überlässt es, und das ist auch ganz interessant, dann durch den Regionen und Provinzen selbst zu schauen, ja, braucht es dort einen oder nicht. Und seit Erlass dieses Gesetzes 2017 sind wir eigentlich Volksanwälte in Italien dabei zu diskutieren, sollte man das machen und sollte das nicht machen. Und da gab es schon eine Reihe von Tagungen, wo doch sehr viele Volksanwälte sich nicht darüber hinaussehen, diesen Auftrag zu erledigen. Und einige wenige, wo es bereits langsam angefangen hat zu laufen und ich eigentlich im Institut, wo es ein großer Befürworter bin, gemeinsam mit der Toskana, zu sagen, das muss sein und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wo auch der Patient seine Stütze braucht, um Klärung der Angelegenheiten, Klärung seiner Situation eigentlich zu haben, ohne den Gerichtsweg zu beschreiten. Ja, aber so einfach ist es in Südtirol auch nicht, sondern ich komme da immer wieder an große Grenzen und da habe ich nur ein Beispiel und ein Schreiben, was ich Ihnen da zeige am Bildschirm und das war jetzt im Jahr 2019 und da haben wir von der Volksanwaltschaft für eine Patientin einfach der ärztlichen Direktion des Krankenhauses geschrieben und wir hatten da zu einer Operation verschiedene Fragen. Diese Frau hat sich an uns gewandt, voller Leidensdruck und die hatte eigentlich offene Fragen noch nach Studium der Unterlagen und gesagt, nein, das sind 3-4 Fragen, die möchten wir noch geklärt, schreiben wir gemeinsam, schreiben wir für Sie dorthin, suchen wir an, dann klären wir das Gespräch und versuchen, dass diese Fragen beantwortet werden. Ja, das Antwortschreiben sehen Sie hier, also man ist nicht gewillt, uns eine Antwort zu geben, außer die Patientin unterzeichnet bereits, bevor es zu einem Gespräch kommt, bevor wir eine Antwort bekommen, eine Verzichtserklärung auf jegliche Schadensersatzforderung. Also nur unter der Voraussetzung, dass vor dem Gespräch bereits eine Verzichtserklärung erfolgt, wird mit uns gesprochen. Und das ist eine Situation, die wir so natürlich nicht annehmen können. Das ein neues Prozedere, so haben wir es hier vom Sanitätsbetrieb aus erklärt, wo man also nur über die Versicherung, über das Rechtsamt Informationen bekommt, aber über die Ärzte nicht. Ja, seit diesem Schreiben sind wir in diesem Schlamassel eigentlich angekommen und der Patient noch weniger Rechte hat wie vorher. Und wir sind eigentlich immer jetzt, was gut will, der einzelnen Ärzte jetzt angewiesen, ob sie bereit sind, mit uns und mit dem Patienten zu sprechen oder nicht. Also auf dem formellen Weg über die erste Intention geht gar nichts mehr. Und das finde ich schon sehr schade, weil es für jeden Patienten ja schon eine riesen Überwindung ist, überhaupt mal zum Volksanwalt zu gehen, dort der Sache anzuschauen und dann gegenüber dem Arzt, den er ja immer wieder braucht in seinem Leben, ist ja nicht, dass er nicht mehr ins Krankenhaus kommt, dort um ein Gespräch anzufangen, um bestimmte Situationen zu klären. Vor allem vielleicht im Vergleich zu Nordtirol
immer etwas anders, weil der Mentalitätsunterschied zwischen Italien und dem deutschsprachigen Raum doch recht unterschiedlich ist. Und durch Diskussion auch mit meinen Kollegen in Italien komme ich immer wieder zu der Erkenntnis, dass in Italien der Stellenwert des Arztes doch sehr hoch ist und dieses Verhältnis Patient-Arzt doch nicht ganz gleichwertig ist, sondern der Arzt ist doch der hilft, auf den der Patient angewiesen ist und es in Italien schon sehr schwierig ist, da ein Gespräch auf Augenhöhe zu erreichen und da eben dieses Gleichgewicht herzustellen, was ich in den nördlichen Ländern schon viel mehr sehe, dass auch die Ärzte eine andere Einstellung zu ihrer Arbeit haben und dieses Gespräch auch viel mehr suchen. Obwohl, und das muss ich auch noch dazu sagen, ja eigentlich das Gesetz betreffend die Patientenverfügung zum Biotestamento aus dem Jahr 2017 ja genau das auch vorsieht und das sagt in den wenigen Artikeln, die dort stehen, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass es ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arzt und Patient gibt und dass der Arzt immer den Patienten auf mögliche Behandlungsmethoden hinweist und effektiv der Patient entscheidet und der Patient dem Arzt sagt, was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen und dies zu respektieren ist. Und in diesem Sinne sollte dieses Verhältnis Arzt und Patient doch sehr ausgeglichen sein. Nun aber auch zurück zur Statistik kurz und zur Covid-Krise. Hier habe ich ein paar Zahlen herausgesucht und habe die erste Jahreshälfte der letzten Jahre verglichen und es ist schon sehr beeindruckend, wie jetzt durch diese Corona-Situation sich im Jahr 2020 die Zahl der Beratungen erhöht hat. Also ein Plus von 1000 Beratungen, also das fällt schon sehr ins Gewicht und man sieht, wie wichtig auch solche Einrichtungen wie die Volksanwaltschaft sind, gerade in Krisensituationen, um Hilfe, um Unterstützung zu bekommen. Hier noch kurz eine Statistik, also von den Monaten jetzt vom ersten halben Jahr 2020 und da sieht man, Januar, Februar war noch normal, wie wir es gewohnt waren. Ja, im März ist es angestiegen und April, Mai und Juni, das sind dann Monate, wo auch die Beschwerden dann bei uns explodiert sind und wir natürlich mit Ach und Krach und Mühe und Not dieser ganzen Anfragen nachgekommen sind. Was waren jetzt die Schwerpunkte der Bürger, die in den Zeiten des Lockdowns, wie erfolgte da die Kommunikation? Was hat die Menschen beschäftigt? Nur ganz kurz einen Überblick. Also ich habe es die ganze Zeit recht gut empfunden, wie der Landeshauptmann diese Kommunikation gemacht hat mit den täglichen Live-Pressekonferenzen. Da konnte jeder zuschauen, über das Internet sich zuschalten und war dann immer ganz aktuell informiert. Also das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden, weil keiner hat sich dann alleine gefühlt und der Landeshauptmann antwortete da auch auf Fragen, die dann direkt live bei ihm auch dort eingereicht worden sind und auch viele Sachen, die ich ihm geschrieben habe, von Beschwerden, die bei mir auf dem Tisch lagen, da ist er dann auf diese Themen eingegangen und hat sie geklärt. Also da Hut ab. Es war wirklich eine gute Kommunikation und jeder hat sich doch etwas sicherer gefühlt durch diesen täglichen Kontakt mit dem Landeshauptmann, der sich ja in dieser Krisensituation wirklich um alle gekümmert hat. Was waren jetzt die Beschwerden? Einmal ging es um die Interpretation der Vielzahl an Dekreten. Schon der Landeshauptmann hat eine Zahl von Dekreten herausgebracht und nicht zu nennen auch die Dekrete des Ministerpräsidenten oder des Gesundheitsministers. Und da waren eine Vielzahl an Vorschriften und Strafen und Delikten vorgesehen, wo die Bürger eigentlich keinen richtigen Durchblick hatten. Und eines der größten Probleme in der Zeit war einfach dieser Bewegungsradius, den jemand hatte. Also man durfte sich nur 200 Meter vom Haus entfernen und die Interpretation ist 200 Meter, die war dann immer wieder Thema. Dann ging es auch um diese Strafen, die dann ausgestellt wurden, weil man sich zu weit
weit entfernt, weil man das Haus verlassen hat, um etwas zu erledigen, was nicht vorgesehen war, weil man sich im Wald aufgelassen hat, weil man eine öffentliche Fläche betreten hat, weil man auf einer Parkbank gesessen hat. Und da habe ich gesehen, da war ganz ein angespanntes Verhältnis zwischen Polizeikräften und Bürgern. Und die Bürger, die haben es wirklich verfolgt gefühlt und die Polizeikräfte haben überreagiert. Es war ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis und Gott sei Dank hat sich das dann wieder gelegt. Aber im Nachhinein denke ich, hätte auch hier die Polizei hätte besser kommunizieren müssen, beziehungsweise auch viel mehr einfach warnen, vorsichtig zu sein, bevor Strafen ausgestellt werden und wirklich diese Wohnsummen eingefordert werden. Dann ein weiteres Thema war, wie auch von Dirk Rodisch angesprochen, die Situation in den Seniorenheimen, die war bei uns sehr, sehr kritisch. Da gab es eben wenig bis gar keinen Kontakt mit den Angehörigen und Informationen über den Tod eines lieben Angehörigen, ein paar Tage später. Also da gab es schon sehr viel, was einfach abbestehen kann und was man dann jetzt natürlich auch, diese Situationen, die muss man auch jetzt mit den Betroffenen in den Strukturen aufarbeiten und daraus lernen und auch für die Zukunft mitnehmen. Da ging es bei den Beschwerden auch natürlich um die Dienstleistungen des Krankenhauses, also alle Operationen waren auch abgesagt, es gab keine Facharztvisiten als solche mehr, auch die wurden unterbrochen und das, was die Bürger so beschäftigte, beziehungsweise die dann an Covid war einfach die Tests, also wann diese Tests erfolgen, wer kommt jetzt, wann kommt jemand den Test machen, also das war am Anfang eigentlich ganz schlecht organisiert, also man musste sich schnell organisieren und es fehlte an Organisation, also da ist vieles auch schief gelaufen oder Tests, wo das Ergebnis nicht mehr zurückgekommen ist und dann was Patienten eben wirklich in eine große Krise gestürzt hat, waren dann diese ganz langen Quarantänemaßnahmen. Das heißt, wenn jemand nicht zweimal positiv war, wurde die Quarantäne nicht abgeschlossen und es gab eben Patienten, die dann zwei Monate zu Hause ausharrten und doch sehr, sehr darunter gelitten haben. Ja, wie sah jetzt die Arbeit aus während dieser Covid-Zeit? Die hat sich natürlich total auch für mich und für mein Team total verändert. Wir waren ja auch alle zu Hause und es gab keine Sprechtage, keine persönlichen Gespräche, wie wir es normal so vornehmen und was auch dem Bürger recht und lieb ist. Keine Lokalraumscheine, also alle Beratungen und alle Beschwerden, die wurden per Telefon aufgenommen. Also wir saßen also alle mit Kopfhörern den ganzen Tag am PC und mit dem Telefon verbunden. Und was ganz interessant war, also da hat es so richtig gestartet, bei mir auch Bürger mich über WhatsApp anzuschreiben, über Facebook Messenger, also es wurden alle Kanäle auch genutzt von den Bürgern, um da Kontakt aufzunehmen. Und natürlich haben wir auf alle Nachrichten auch reagiert. Ja, wie ging es dann weiter? Jetzt nach dem Lockdown hat sich die Situation Gott sei Dank ja auch beruhigt. Was sind jetzt so die Fragen, die Beschwerden der Bürger? Und ein großes Thema sind doch immer noch diese Quarantänebestimmungen, die doch sehr rigide sind und jeder, also der in der Nähe, der im engen Umfeld eines Corona-Patienten ist, oder der Grippesymptome hat, der wird für 14 Tage in Quarantäne gestellt und hat dann doch braucht diese zwei negativen Tests. Und also da sind die Bürger schon mit dieser Regelung, tut sie sich schwer. Ja, und ich glaube auch durch diese Regelung tut sich jeder schwer, überhaupt einmal zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe Grippesymptome. Und dann vor allem dieses Testergebnis dubio. Also da gibt es immer wieder Anrufe und ja, wie kann das sein? Was bin ich jetzt positiv oder negativ? Was ist dieses dubio? Weil jedes Testergebnis, was so zweifelhaft ist, wird gleich dem Positiven gleichgestellt und der Patient muss mit seiner Quarantäne beginnen und wird erst nach 11 Tagen wieder getestet. Dann
ist die Verwaltung auch in dem Krankenhaus langsam wieder angelaufen. Also es gibt Beschwerden von Patienten, die sagen, ja, mein Basisarzt, der hat immer noch geschlossen. Wenn ich dort die Sekretärin anrufe, der ist nur telefonisch erreichbar, jetzt im August noch. Dann sage ich, ja, das kann doch nicht sein. Naja, ich kann den nur telefonisch erreichen, der hat seine Praxis noch geschlossen. Oder der Gesundheitssprenger, es gibt noch Gesundheitssprenger, die noch die Tür geschlossen haben und nur auf Termin arbeiten. Also auch dort tun sich die Bürger schwer, einen Termin zu bekommen, weil es nur eine Stunde am Tag gibt, wo ich auch anrufen kann. Oder der psychologische Dienst, der bis vor kurzem nur telefonisch erreichbar war und Psychologen nur telefonisch Gespräche führten. Dann die Pflegeeinstufungen, die lange nicht gemacht wurden oder nur telefonisch. Und das war auch so anders, wie man Beschwerden am Telefon, das sicher ganz schwierig zu erklären ist, ja, welche Hilfe braucht jetzt der Patient von den Angehörigen. Dann, was auch ein Thema ist, sind natürlich jetzt die Facharztvisiten. Also jetzt sind alle Facharztvisiten im März, April, Mai fertig waren, also nachzuholen, also da muss sich jetzt jeder Bürger wieder selbst darum kümmern und dann natürlich diese langen Wartezeiten, die auch bis zu einem Jahr gehen und wo eigentlich die Bürger da schon sehr verärgert sind, sich so lange jetzt gedulden zu müssen, bevor man im öffentlichen Betrieb zu einer Visite kommt. Was immer noch Thema ist und was die Bürger schwer ertragen, ist, dass im Krankenhaus auch keine Besucher stattfinden dürfen, beziehungsweise ältere gebrechliche Menschen müssen sich auch alleine in der ersten Hilfe aufhalten und kein Angehöriger darf sie begleiten. Und also auch diese Besuche während des Sterbeprozesses oder beim Sterbeprozess sind sie bedingt zulässig, immer nur kurze Zeit und immer nur mit Abstand. Und da auch schon fühlen sich die Angehörigen sehr verletzt, wenn sie nicht können ihrem sterbenden Angehörigen die Hand geben und nicht auch dort die Nacht verbringen und er alleine sterben muss. Das ist schon sehr, sehr schwer zu ertragen und ich glaube, hier sollte man schon ansetzen und auch Erleichterungen unbedingt schaffen und wenigstens hier den Angehörigen die Möglichkeit geben, ihre Lieben nochmals zu den Kursen und zu teilen. Also da glaube ich, wäre also eine Corona-Angst jetzt nicht mehr so groß. Dann die Seniorenwohnheime, auch dort gibt es eine Besuchsregelung, die sehr wenige ist und das ist zurzeit ein Thema für die Angehörigen, weil natürlich die Bewohner der Seniorenwohnheime ohne diesen herzlichen Austausch, ohne die Umarmung, ohne die Liebkosung ihrer Liebsten, also wirklich darunter leiden und sehr viele auch depressiv werden und sich einfach dem Leben dann auch verschließen und in sich zurückkehren. Ja, wegen Corona geschlossen. Ich habe dieses Bild jetzt genommen, weil auch mir kommt jetzt in der Sache oder einfach hier nach dem Lockdown immer vor, ja, vieles, was nicht gemacht wird und was gemacht werden sollte, da gibt es immer jetzt so, dass man sagt, ja, das alle Versäumnisse, die sind auf Corona zurückzuführen und oft kommt mir auch einfach vor, das ist so eine, das wird gerne ein bisschen auch als Ausrede für ein verlangsamtes Agieren, für einen Fehler, für ja, das nicht so gerade wollen hergenommen. Also das ist ein Argument, das jetzt gerne vorgeschoben wird, aber wegen Corona ist das alles nicht gegangen. Und mir kommt so grundsätzlich schwebt vor, dass wir uns alle etwas schwer tun, zu unserem Alltag zurückzukommen. Sind bei vielen Bürgern auch noch Ängste da. Ich weiß von einigen, die einfach wirklich Angst haben, ihr Haus zu verlassen. Und ich weiß von einigen Beschwerden führen, wo das Problem, das sie vor Corona hatten, sich hoffentlich in dieser Zeit mehr aufgestaut hat, es viel, viel stärker wurde, viel intensiver wurde. Einfach auch, denken wir nur an Lernproblematiken, also die Menschen sind viel sensibler geworden auf das, also es stört sie viel, viel mehr als vorher, also es hat schon Spuren bei uns allen hinterlassen, diese Zeit mit Corona und ich hoffe schon, dass wir lernen, damit umzugehen und dass wir in Zukunft wirklich auch gemäßigt
zu unserem eigenen Leben zurückkommen können. Das war es jetzt von meiner Seite. Danke fürs Zuhören und ich gebe das Wort wieder zurück. Ganz herzlichen Dank, Frau Mochander. Ich glaube, das waren klare und vor allem aufklärende Worte. Ich darf jetzt überleiten zur Diskussion. Herr Rudisch, von Frau Mochander wurde lobend hervorgehoben, dass von Frau Landeshauptmann tägliche Konferenzen abgehalten hat. Gab es sozusagen auch in Nordtirol? Auch im Bundesland Tirol, auch in Innsbruck gab es diese Pressekonferenzen. Wir wissen natürlich nicht, wer es von wem abgeschaut hat. auch diese Information ist gegeben worden und das war schon ein großer Auflauf dann im Landtag in Innsbruck. Das passiert ist, das ist schon sehr intensiv informiert worden. Und das ist von der Bevölkerung auch dementsprechend positiv aufgenommen worden? Soweit ich das wahrgenommen habe, schon. Ja, es gibt dann immer beide Seiten. Dann solche, die sagen, das ist eine Inszenierung und andere sagen, das ist wichtig. Ich finde schon, dass die Kommunikation grundsätzlich notwendig ist, dass man das tut. Ja. Und je größer die Krise ist, desto wichtiger ist für die Orientierung der Bevölkerung, dass es erzählt wird, was Sache ist. Gab es in Nordtirol auch so Dinge wie, dass OPs abgesagt worden sind? Ja, natürlich. Und so weiter. Das ist schon auch vorgekommen und ist auch kritisiert worden, aber die Menschen, die zu uns gekommen sind, haben kaum das durch uns weiter verfolgen lassen wollen, sondern wollten das vorbringen, weil sie Sorge hatten, wie das dann ausschaut in der weiteren Folge behandelt, wenn die Beschwerde vorgebracht wird im jeweiligen Krankenhaus. Also das ist schon die Angst vor der Nicht- oder schlechten Behandlung ist sehr groß. Haben Sie auch Rückmeldungen bekommen von anderen Bundesländern in Österreich, wie das dort gelaufen ist? Wir tauschen uns regelmäßig aus, also die Patientenvertreterinnen und Anwälte und Anwältinnen tauschen sich regelmäßig aus. Wir haben auch jetzt im Oktober die Halbjahrestagung der österreichischen Patientenanwälte, diesmal in Bozen, wo wir wieder zusammenkommen und uns persönlich austauschen können. Die Tagung im März ist ja eben Covid ausgefallen, die haben wir ausfallen lassen müssen. Aber wir tauschen uns auch in Videokonferenzen und in Einzeltelefongesprächen regelmäßig aus. Und da ist schon die Erfahrung auch so, dass das Absagen von Operationen oder auch das Besuchsmanagement schon zu den großen Themen dieser Krise gehört hat. Bei uns ist hauptsächlich aufgefallen, diese Dubio-Fälle, das heißt also die unklaren Ergebnisse, die offensichtlich in etwa gleich hoch waren wie die positiven. Gab es das in Nordtirol auch so in dem Ausmaß? Also in der Nomenklatur habe ich das nicht so wahrgenommen. Da gab es das Positive und das Negative. Immer mit dem Zusatz, dass es die Falsch-Positiven und Falsch-Negativen geben kann. Ja? Und das ist jetzt gerade in den letzten Tagen wieder so ein Thema gewesen. Ein Fall, der auch kolportiert wurde von einer schwangeren Frau, die zuerst negativ war, aber in Quarantäne geschickt worden. Der zweite Test kurz darauf war positiv und der dritte war negativ. Man kann für Labortests auch nicht in die Hand ins Feuer legen. Das geht nicht. Frau Mohrendel, Ihr Kollege hat davon gesprochen, dass das also nicht nur ein medizinisches Problem wäre, sondern auch ein soziales, ein wirtschaftliches. Wie sehen Sie das? Corona an sich, glauben Sie, denken Sie jetzt die Zeit, ja, natürlich ist es, ja, viele Geschäfte gestoßen, viele konnten nicht arbeiten, also viele haben sich große Sorgen gemacht um ihre Zukunft, deshalb ist es weit mehr als ein medizinisches Problem, sondern schon ein großes soziales Problem, was uns jetzt dann beschäftigt. Haben Sie Rückmeldungen bekommen aus den Regionen Italiens, wie es dort gelaufen ist? Ja, wir waren auch im Lockdown immer in Kontakt mit den anderen Volksanwälten. Wir haben immer in Videokonferenzen uns zusammengeschalten und wir hatten schon so ähnliche Situationen. Es gab natürlich, es gibt Regionen, wo wir sind technisch ganz schlecht aufgestellt und die wirklich Probleme haben, überhaupt zu arbeiten. Die sind dann zu Hause gesessen und haben sich nicht mal vorbewegen können und waren auch dann bei unseren Videokonferenzen nicht hier. Das hat es auch gegeben. Und die anderen haben so ungefähr die gleichen Themen, wie ich bereits geschildert habe. Und es ist schon wichtig, dass man sich da austauscht und sieht, ja, auch dort ist es so gegangen. Natürlich gab es Regionen, wo viel, viel weniger Corona war,
also, als wir hier hatten. Und diese Regionen haben es dann auch schon viel leichter genommen, auch mit den ganzen Bewegungsvorschriften. Und, also die haben einfach halbwegs leichter. Als wir hier oder wir waren schon sehr unter Kontrolle. Stichwort Patientenverfügung. Was würden Sie denn an unserer Patientenverfügung ändern? Oder was würden Sie sehen, was man da hineinbringen sollte? Ja, das ist jetzt ein Thema, das ist ganz neu in Italien. Seit 2017 diskutieren wir über die und bringen es auch immer weiter. Und auch gerade in den Senioren sagen wir immer, bitte denkt dran, diese Patientenverfügung zu machen. Und das ist ganz wichtig. Aber genau jetzt in der Zeit, haben wir gesehen in Corona, es war dort nicht mehr Thema. Ne? Also bei uns hat keiner mehr von einer Patientenverfügung gesprochen und gedacht. Und einfach, was möchte dieser Patient und was möchte er nicht? Wer möchte er nicht? Das ist nicht mehr Thema. Also der ethische Ansatz ist leider jetzt in dieser Corona-Zeit nicht mehr hier. Weil wenn man dann schaut, den Patienten im Krankenhaus, der im Sterben liegt, oder den Heimbewohner in einem Seniorenwohnheim und sich da fragt, der ethisch gesehen, was würde der gern haben? Ja, er würde natürlich gern haben, dass der Angehörige hier ist und die Hand hält und bei ihm bleibt. Und einfach dieser Ansatz, der ist aus Angst für die Übertragung dieses Virus einfach ja, ganz ins Hinterfeld gerückt und dem wird nicht Rechnung getragen, einfach aus von der Sichtweise, ja, wir haben ja so viele Patienten und wir müssen schauen, dass alle irgendwo gesund bleiben oder dass dieser Virus sich nicht verbreitet. Und das ist so ganz in den Vordergrund gerückt und das Interesse und der Wunsch des Einzelnen, der leidet natürlich drauf. In Nordtirol gibt es ja dieses Angebot ELGA, sprich, also man kann digital abrufen, Deinenhilfung mit digital abrufen in Südtirol, in Italien? In Italien gibt es schon ganz viel, was so funktioniert. Die in Südtirol linken da schon sehr nach, muss ich sagen. Aber was ich jetzt gehört habe, man ist wieder dabei, es wird jetzt kommen, aber letzter Stand, den ich habe, ist, dass es noch nicht funktioniert, wie jedes Krankenhaus für sich die Patientenakten speist und da ein Kontakt unter den verschiedenen Patientenkrankenhäusern nur begrenzt möglich ist. Letzte Frage. Wir machen ja eine Reihe zur Fehlerkultur. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir die nächste Ausgabe den Seniorenwohnheimen bieten würden? Das finde ich ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Thema jetzt und zurzeit ganz großes Interesse einfach auch von den Angehörigen, um zu sehen und auch zu verstehen, ja, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt meinem Angehörigen im Heim, was können wir uns erwarten von den nächsten Monaten. Das sind ganz viele Fragen, die gestellt werden und da ist sicher ein Austausch ganz nützlich. Dann darf ich mich bei beiden Referenten ganz herzlich bedanken, Herr Pregor und Dr. Antonio Piotti, iniziale professore relazione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. La mia relazione si intitola Perché non vediamo il pericolo? Non vedere il pericolo è un errore, perché non ci permette di affrontarlo nel modo corretto. Allora la domanda che vi pongo, anche rispetto al Covid ovviamente, è perché facciamo così fatica a vedere il pericolo nella sua reale entità? Perché rischiamo sempre o di sopravvalutarlo o di sottovalutarlo? Possiamo trovare molte altre ragioni, possiamo pensare che lo facciamo perché siamo stupidi, perché non siamo abbastanza intelligenti da capire le cose, perché siamo troppo ansiosi. Possiamo pensare a molte altre ragioni, ma io cercherò in questa relazione qui di far vedere invece quelli che secondo me sono le vere ragioni, i veri meccanismi psicologici che entrano nella testa delle persone quando sono di fronte a una situazione di emergenza e di pericolo e che possono, se agiscono indisturbati, far perdere il contatto con la realtà e quindi produrre danni maggiori. Che non si sia visto il pericolo è un dato di fatto col Covid. Ma mica solo col Covid, se ci pensate, è qualcosa che curiosamente è avvenuto anche con molte situazioni simili del passato. Avete letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Se siete in Italia li avete subiti per forza, perché ve li hanno fatti leggere, magari in Austria no, in Italia li hanno fatti leggere per forza, quindi uno deve averli subiti.
Bene, li avete letti e vi siete accorti che Manzoni è uno scrittore molto preciso, molto puntuale, molto attento nelle sue affermazioni, molto documentato. Possiamo dire anche forse un po' pignolo, talvolta leggere Manzoni è difficile proprio perché ci si incontra con questa pignoleria. Così lui, quando deve descrivere la peste nel 1600 a Milano, beh, si documenta dappertutto, raccoglie testi medici, relazioni, documenti di ogni genere, tutto facendo un lavoro da storico molto approfondito. E quando fa tutto questo, si accorge di una cosa che descrive in un passaggio del 31° capitolo dei Promessi Sposi, che vi leggo, sono poche righe. Una cosa che lo stupisce molto. Non è che lo stupisca il fatto che, per esempio, ci fossero dei potenti che dicevano che la peste non c'era perché avevano degli interessi economici, militari, insomma, in qualche modo che spingevano a sottacere un fatto di cui invece erano molto consapevoli. No, lui si stupisce di un'altra cosa, che la gente comune non vede la peste. Non gente che aveva interesse di potere, ma la gente comune. E dice: ciò che fa nascere una fortissima meraviglia è la condotta della popolazione medesima, sta parlando della gente di Milano, la quale, di quella voglio dire, che non toccata ancora dal contagio, ne aveva tanta ragione di temerlo. All'arrivo di quelle nuove, da paesi che erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città, Milano, quasi un semicerchio, in alcuni punti distanti da esse non più di 18-20 miglia, no? Erano a nord quei paesi lì, ai tempi della peste manzoniana, erano a Lecco, mentre invece Codogno era a sud, sempre 20 km. Chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni, bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non me ne fu per niente. La penuria dell'anno antecedente, l'angheria della soldatesca, le afflizioni d'animo parvero più che bastanti a rendere ragione della mortalità. Sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola di pericolo, chi dicesse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo di racconto. La medesima miscredenza, per dir meglio cecità, lui dice cecità, e fissazione prevaleva nel Senato, nel Consiglio dei Deputati e in ogni magistrato. In sostanza, Manzoni dice, quando arriva la peste, la gente dice che non c'è. E poi si rapina, ok? È strana questa cecità, no? È strana. Andiamo un po' più indietro, pensiamo alla peste ateniese di Tucidide. La descrive Tucidide. E Tucidide descrive una peste anche peggiore, perché Atene era chiusa nelle mura, la gente moriva a ogni angolo di strada, una catastrofe. E lui dice, alcuni, è strano, dice Tucidide, che c'erano alcuni che, mossi dal rispetto umano, si recavano in visita agli amici malati, disprezzando il pericolo, quando perfino i parenti più intimi trascuravano la pratica del funerale e del lamento funerale. Allora, ad Atene, quando c'era la peste che metteva vittime in una maniera furibonda, c'erano degli ateniesi che pensavano di andare a trovare i loro amici malati senza correre pericolo. Ok? Cioè che non vedevano il pericolo. Quando c'è stata la Spagnola nel 1918, la Spagnola si chiama Spagnola impropriamente, lo sapete, non veniva dalla Spagna, veniva dagli Stati Uniti, studi recenti dicono addirittura anche quella della Cina, ma è stata chiamata Spagnola perché gli spagnoli furono gli unici a dire che avevano influenza, che morivano di influenza, gli altri non lo dicevano perché c'era la guerra mondiale e quindi gli eserciti imponevano la censura. Così la Spagnola si diffuse molto di più. Anche lì un non vedere. Anche lì un non vedere. Bene, io vengo da Milano. Cosa è successo a Milano in quei giorni? Beh, che la gente non vedeva. Forse vi ricordate.
ricordate? È un'influenza, è soltanto un'influenza. Mi ricordate affermazioni come del tipo: c'è gente che muore, ma non muore per il Covid, ma muore con il Covid, che voleva dire che tu morivi non per aver contratto l'influenza, ma perché eri già così maledotto che saresti morto comunque. Insomma, delle frasi che servivano a sottovalutare il pericolo. In questo modo, come dire, quel che è successo è che non si sono messe in atto quelle misure di difesa immediate che avrebbero potuto prevenire o ridurre la mortalità, insomma, far andare le cose un po' meglio. Ancora oggi sento parlare di un'influenza che è depotenziata, di un virus che ha perso potenza. E questo è strano se ci pensiamo, visto che in questi giorni nel mondo c'è il numero massimo dei morti e non il numero minimo. E quindi è un po' difficile pensare che questo virus abbia perso potenza se poi i morti aumentano proprio adesso. Allora, cosa possiamo pensare di tutte queste affermazioni che la gente fa? E perché quando c'è una pestilenza queste cose ricorrono così frequentemente? Beh, un elemento che possiamo mettere è forse proprio il fatto che il virus non si vede. Io ricordo i primi giorni che c'è stato il lockdown a Milano, tu provavi a uscire, un inverno tiepido, giornate bellissime, non avevi la sensazione che ci fosse un disastro in giro. Te lo ricordavano le ambulanze che passavano ogni mezz'ora, sentivi la sirena e allora capivi che c'era qualcosa di pericoloso in giro, ma se uscivi di casa dicevi: ma che bella giornata, no? Per dire, non è come un terremoto, che quando c'è il terremoto tu vedi la casa cadere e lì non puoi sottovalutarla. Quando bombardano quegli aerei a casa tua, te ne accorgi e lì non puoi dire non è niente. Ma quando un virus invisibile, in giornate peraltro molto belle, circola per la città e tu stai bene, beh, non ci pensi che potrebbe essere altrettanto pericoloso. Tenete conto che, secondo stime recenti, l'epidemia di spagnola ha fatto 50 milioni di vittime, ok? Più della guerra mondiale, per dare un rapporto. Tenete conto che le persone che sono morte a Milano durante il Covid sono di più delle persone che sono morte durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'era la guerra. Parlo dei civili, naturalmente, non dei soldati, soldati erano al fronte, ma dei civili a Milano sotto i bombardamenti sono morte in 5 anni meno persone di quante ne sono morte in questi 5 mesi per il Covid, no? Per dare un'idea del rapporto delle cose. Allora, perché la gente non le vede? Solo perché si tratta di un virus molto piccolo, perché non lo vedi, perché per il resto della tua vita continua normale? Può darsi, ma penso che ci siano anche dei meccanismi che agiscono nella nostra mente, meccanismi che hanno anche una certa funzionalità. Quando c'è un pericolo, la risposta inconscia che per prima diamo è una risposta che tende a non farci vedere il pericolo, perché questo susciterebbe in noi un'angoscia troppo forte. Quando ci viene comunicato che abbiamo una malattia, che la nostra persona cara ha una malattia, la prima risposta che il nostro inconscio ci fa dare è che forse quella malattia non è così grave e che, insomma, andiamo a prendere la soluzione che per noi è più piacevole. Quindi esiste un meccanismo negli esseri umani, diciamo bene, un meccanismo di difesa degli esseri umani, per cui di fronte a delle evidenze troppo angoscianti, la nostra reazione è di vedere poco e di cercare di vedere, diciamo così, più il bicchiere, la parte piena del bicchiere che non quella vuota. E quindi facciamo fatica a guardare con lucidità il rischio. Vi faccio un esempio che forse qui a Bolzano c'entra. Una volta avevo letto un,
un piccolo test di Umberto Eco sul fatto che in uno zoo degli Stati Uniti dei bambini fossero morti, uccisi da un orso. E lui aveva detto, è una fatalità naturalmente, ma lui aveva detto, forse c'è un'idea sbagliata che noi diamo ai bambini degli orsi, perché sono animali feroci. E però noi li facciamo vedere l'orso yogi, li facciamo vedere queste cose, e quindi gli induciamo l'idea che si possa andare dentro nella gabbia dell'orso tranquillamente. Cioè neghiamo il pericolo. E poi dopo, quando accade, l'orso ci assale e lì non abbiamo modo per difenderci. Non so, ma se c'è un orso che gira nei boschi, bisognerebbe che io dicessi a mio figlio, sta attento, perché quello è un animale feroce, con il quale magari non muori, ma che devi stare attento a come ti comporti, perché è pericoloso. Se invece io gli dico, ma guarda che gli orsi sono degli amiconi, sono ci ci gioca, oppure se gli dico, ma non c'è nessun orso, vai pure tranquillo, allora io non lo metto in guardia nel modo giusto rispetto al pericolo che si incontra. In psicanalisi ci sono due parole che spiegano questa situazione. Sono due parole in tedesco, quindi in italiano quasi sono intraducibili. Una è Verneinung e l'altra è Verleugnung. In italiano si traducono quasi tutte e due con negazione, ma in tedesco hanno un significato diverso, ditemi se mi sbaglio. Il significato è questo: la prima indica proprio la negazione logica di una cosa. Invece la seconda nega il fatto. Vi faccio un esempio che potremmo trarre dalla clinica. Immaginiamo un bambino abusato dal padre. Lui potrebbe dire, mio padre non mi ha fatto male, e questa sarebbe negazione, perché non negherebbe l'abuso, ma negherebbe il dolore che ha provato. Quindi quel bambino lì cosa farebbe? Farebbe un meccanismo di scissione, per cui riconoscerebbe il fatto, ma metterebbe nell'inconscio l'angoscia che ha provato e quindi dice non mi ha fatto male. Oppure un bambino potrebbe dirmi no, mio padre non mi ha fatto niente. Cioè potrebbe negare proprio il fatto. Cioè non negarlo per mentire pubblicamente, ma negarlo perché nella sua mente quel fatto non è entrato. Ovviamente questo secondo meccanismo sarebbe molto più grave. Nel primo caso avrebbe una reazione nevrotica. Nel secondo caso invece quel bambino sarebbe, come dire, metterebbe in atto una difesa psicotica, no? Psicotica perché non vede la realtà, ok? Ora, se di fronte, ora, questi due meccanismi sono entrambi pericolosi nel valutare la realtà. Se li applichiamo al Covid diventa facilissimo. La frase, il Covid è solo un'influenza, è un esempio di negazione straordinario, perché non è che si nega che ci sia il Covid, ma si nega la sua capacità distruttiva. Quindi noi ci siamo sentiti dire all'inizio per tante volte che in fondo si trattava poco più di un'influenza. E quindi questo ha reso più tranquille le persone, ma dice, beh, l'influenza prendo tutti gli anni, prendo anche questa, passerà. E moriranno semmai quelli già compromessi, che comunque hanno chissà quali disturbi. E in questo modo le difese sono cadute. La seconda, la negazione, la Verleugnung, in italiano si potrebbe tradurre diniego, ma diniego è una parola desueta in italiano. La Verleugnung invece è più grave, perché quella è quella di chi direbbe il Covid non esiste, è una macchinazione delle aziende farmaceutiche che ci vogliono vendere il vaccino, ma il Covid non esiste. Ecco, quando questi due meccanismi di difesa entrano in gioco, la capacità di comprendere la realtà diminuisce. E noi ci crediamo a queste cose, perché ci fa piacere crederlo, no? Perché non dovremmo più andare al ristorante? Perché non dovremmo più andare a ballare? Perché non dovremmo andare in spiaggia con gli amici? Perché non dovremmo trovare la gente che ci simpatica? Se ci viene data una versione che ci dice che in fondo questo non è un problema,
beh, allora entra in noi più facilmente della persona che invece ci mette in guardia. Ed è questa forse un po' la ragione per cui tutti quelli che hanno detto cose del genere hanno ottenuto un così grande successo sociale. Sempre Manzoni, nei Promessi Sposi, parla di un certo Don Ferrante, un intellettuale, che dice che insomma, quelle morti hanno dipese dai congiungimenti astrali, non dalla peste, e che quindi la peste non c'era, dipendeva dai movimenti dei pianeti. Quando i pianeti si muovevano in un altro modo, doveva passare. Don Ferrante morirà di peste, perché ovviamente non si è protetto e muore. Ora, qual è l'effetto paradossale di questa sottovalutazione? È che siccome questo modello lascia gli individui indifesi di fronte al rischio, poi quando il rischio arriva e la negazione non è più possibile, perché non siamo psicotici, quindi meno male poi dopo le vediamo le cose, e quando la negazione arriva, allora nasce la reazione opposta, che è un panico eccessivo. Perché viene un panico eccessivo? Viene un panico eccessivo perché prima non ha affrontato la questione con prudenza, non ha affrontato la questione vedendola nella sua realtà. Allora, se tu sei consapevole che c'è in giro un'epidemia molto pericolosa, tu puoi mettere in atto delle strategie razionali che riducano il rischio. Ma se invece di far così tu fai finta che l'epidemia non ci sia, poi quando essa assume dimensioni molto elevate, finché le dimensioni sono piccole, ma quando assume dimensioni molto elevate non è più possibile non vederla, e a quel punto si manifesta come panico. Hai pensato che l'orso era uno che giocava con te, quando adesso ti salta addosso è di questo l'aver paura, perché a quel punto non hai difeso. E quindi in qualche modo sottovalutazione e sopravvalutazione sono due facce della stessa medaglia. L'eccessiva paura è correlativa, è complementare alla mancanza di paura di prima. È come se noi affrontassimo la questione del rischio di ammalarci, o sottovalutandolo o facendoci prendere dal panico. E questi due comportamenti sono in fondo riscontrabili anche nelle stesse persone, anche nelle stesse persone. Non faccio nomi, ma voi pensate anche alle dichiarazioni di tanti politici, eccetera, che si sono pubblici, no? Possiamo dire che sono in malafede, ma no. Se voi le confrontate nel tempo, vedete che in certi momenti si lamentano del fatto che ci siano poche precauzioni e in altri momenti si lamentano del fatto che ce ne siano troppe. Le stesse persone. Allora, cosa significa tutto questo? E questo forse succede anche a noi, succede anche dentro di noi. Allora, cosa significa tutto questo? Che in nessun momento, o in pochissimi momenti, c'è una capacità razionale di affrontare il problema che ci permette di vedere le cose al di là dei meccanismi di difesa che noi abbiamo, nella loro oggettiva pericolosità. Se noi fossimo stati capaci di fare questo, adesso avremo una situazione meno grave e forse in qualche modo avremo anche questa situazione, ce l'avremo e non rischieremo in questa fase di ritrovarci dentro in una ripresa della diffusione del morbo di cui non sappiamo le conseguenze. Ecco, quindi non è questione di battaglia fra chi ha troppa paura e chi ne ha troppo. È questione di sapere individuare la realtà per quello che è, e questo ci richiede uno sforzo, perché una parte di noi la realtà non vuole vederla, no? Si dice sempre che la persona, come dire, infedele al proprio coniuge abbia questo grande vantaggio, perché il coniuge è l'ultima persona che se ne accorge. Perché è l'ultima persona che se ne accorge? Perché in lui agisce un meccanismo di difesa per cui non vuole vedere la realtà. Avete presente la canzone di Battisti, non è Francesca. Se avete presente quella canzone, è uno straordinario quadro proprio di questa situazione. Ecco, credo che se noi riuscissimo a essere più attenti a questi dettagli e riuscissimo a superare i meccanismi di difesa che abbiamo, forse anche questa,
avanti questa battaglia sarebbe più facile vincere. E credo che il contributo della psicologia debba essere questo. Grazie. Grazie mille per questa relazione bellissima, per me è anche commovente. Vorrei farvi una domanda a una persona da me immaginata, Alessandro Piotti. Antonio. Alessandro, cioè combinazione tra sì. Alessandro Manzoni. Ah, capito, certo. Cosa si dovrebbe cambiare con il Covid-20? Se arriva il Covid-20? Come dobbiamo comportarci? Allora, c'è la faccenda che la storia è maestra di vita, no? Quindi bisognerebbe imparare dagli errori. Io però sono abbastanza scettico. Cioè penso che l'umanità faccia fatica a imparare dai propri errori. Faccio molta fatica. Proprio perché esistono dei meccanismi inconsci che alla fine sono quasi istintivi. Quando sei in pericolo, la prima cosa che pensi è che il pericolo non sia poi così grave. E fa piacere pensare così, fa piacere difendersi da questa cosa. E quindi lì bisognerebbe davvero, se in futuro dovessero manifestarsi situazioni di questo genere, che probabilmente si manifesteranno, perché siamo in un mondo così connesso che è difficile pensare che questa malattia non si trasmetta. Se dovessero trasmettersi ancora, e credo che sarebbe importantissimo far conto sull'intelligenza, sulla capacità razionale serena di affrontare le cose, cioè sulla capacità della ragione di vincere sugli aspetti emotivi quando questi sono distruttivi. Però non sono convinto che questo possa avvenire. Per esempio qui in Italia, è stato facilissimo dimenticare il rischio che abbiamo posto, no? Immediatamente la gente si è messa a ballare, si è messa ad andare in giro, come se non avesse insegnato niente, no? Prima mi avete chiesto se fossero vere le immagini di Bergamo, no? Il fatto stesso che me le chiediate dimostra che c'è una resistenza a pensare che siano vere. È brutto vederle, no? Perché è in qualche modo, pensate a come facilmente sono state dimenticate. Perché quella è quello lì è un reale che ti suscita angoscia. E quando tu provi angoscia, devi difenderti dall'angoscia che provi. Per esempio, pensando ad Auschwitz. Questo è un meccanismo quasi naturale dell'essere umano e forse anche utile, perché se noi ci lasciamo lì con l'angoscia così, senza difese, probabilmente dopo non riusciamo a gestire le situazioni. Abbiamo bisogno di meccanismi di difesa. Il problema è usare meccanismi di difesa funzionali e non disfunzionali. Quindi non la negazione, non il diniego, ma magari un'analisi della realtà coerente. Più riusciamo a fare questa cosa, è meglio è. Riusciamo a fare questa cosa, se si guardano le reazioni degli stati e delle istituzioni di fronte a questo, si vede che ci sono reazioni differenti. E in generale, chi ha avuto reazioni più di negazione ha pagato il prezzo più alto. No? Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, non sembra per caso che siano proprio quei paesi lì a pagarla più. Sono i paesi dove culturalmente c'è stata una maggiore sottovalutazione. E credo quindi che il rischio di sottovalutare sia molto forte. L'Italia è stata anche un po', come dire, sfortunata, meglio inizialmente, perché è stato il primo paese in quella situazione lì, era difficile capire. Però non capirla adesso sarebbe gravissimo, perché allora sottovalutare poteva anche starci. A sottovalutare adesso serve molto grande, perché ci sei passato in mezzo, e l'hai visto. Anche sapendo che non sei indovino, ma cosa diresti che pericolo corriamo senza incominciare a vedere il pericolo?
corriamo il pericolo di ritornare in un lockdown e di vedere aumentare il numero delle vite. Corriamo quel pericolo lì. Grazie di tutto, passo la parola a Lisa. Ringrazio tutti i partecipanti per questo pomeriggio informativo e faccio un appello a tutti che ci hanno seguito e ci seguiranno di pensare e di riflettere in merito a quello che adesso anche gli esperti hanno riferito e hanno cercato di analizzare dal loro punto di vista. Für mich ist es auch eine Möglichkeit, Sie, die uns jetzt zugeschaut oder zugehört haben oder das vielleicht auch als Information weitergeben, Fragen zu sammeln, Ihre Anregungen uns zukommen zu lassen, damit wir sie auch in dieser Runde nochmals aufgreifen können, vertiefen können und auch mit Ihnen im Austausch bleiben können. Sie haben es gesehen, die Fehlerkultur ist eine Herausforderung, die Fehlerkultur muss man angehen. Es gibt verschiedene Sichtweisen, es gibt juridische, die verwaltungstechnische, aber auch natürlich eine sehr spannende psychologische Analyse. Es freut uns, wenn viele mitdenken, denn gerade auch im Ehrenamt sind es verschiedenste Berufsbilder, die sich einbringen, sind es Menschen, die aus verschiedenen Gesellschaftsebenen und natürlich aus verschiedensten Altersgruppen auch mitwirken, mitdenken, auch aufgrund ihrer Erfahrung, das eine oder andere ganz anders sehen, aber in einem Dialog sicherlich auch notwendigerweise aufgreifen. Und wir haben es gehört, es ist natürlich auch immer wieder mit wirtschaftlichen Folgen, mit ökonomischen Folgen verbunden. Gerade auch im Ehrenamt sind viele Initiativen und viele Tätigkeiten hängen geblieben. Sie sind nicht mehr weitergegangen. Sie sind irgendwie auch nicht richtig, wie auch immer, gestartet oder liegen in der Luft. Sie hängen in der Luft. Sie sind von organisatorischen Entscheidungen abhängig und man weiß nicht, in welcher Dynamik und mit welcher Kraft sie auch wieder beginnend in den nächsten Wochen wieder Fuß fassen können. Wir haben es mit einem Zyklus bereits aufgegriffen und haben die zivilrechtliche und strafrechtliche Haftung im Ehrenamt behandelt. Es soll jetzt ein Anstoß sein, weiterzudenken und wenn wir das gehört haben, was auch unsere Volksanwälte, unsere Patientenvertreter, aber auch die Psychologen uns hier nahe bringen, dann ist es viel mehr, wo man vielleicht auch in der Planung der kommenden Aktivitäten und Initiativen nachschauen und eingreifen sollte. Per me è importante riflettere perché siamo adesso in una fase dove naturalmente c'è la voglia di lanciare concretamente i prossimi passi, di recuperare o anche di riprogrammare quello che è stato fermo, quello che praticamente per qualche motivo non è partito, però dobbiamo sicuramente tenere conto non solo dell'aspetto economico, come spesso accade adesso ultimamente in questi mesi, c'è la responsabilità naturalmente di ciascuno, una responsabilità anche e naturalmente degli obblighi da parte di quelli che devono organizzare, di quelli che devono reimpostare, pensiamo a tutte le iniziative anche estive che sono state lanciate o anche soprattutto quelle che adesso vengono affrontate, se pensiamo all'anno scolastico che sta per partire, ma anche, e l'abbiamo sentito anche prima dalla difensora civica della nostra provincia, le problematiche, le domande aperte nell'organizzazione di una situazione nelle case di riposo molto problematica, con non sempre molto chiare le regole di accesso e di visite, di iniziative che variano, che comunque hanno bisogno naturalmente di un ordine globale. In diesem Sinne gibt es viel zu tun, es gibt viel Positives auch zu sammeln, denn es ist auch wichtig in dieser Phase nicht nur das Negative zu sehen oder wie es unser Experte Psychologe gesagt hat, nicht zu verneinen, aber auch nicht zu verschönern. Man muss hinschauen und darf es nicht verleugnen, man muss versuchen, auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate, das wiederzugeben, was natürlich auch
wertvoll sein kann, in der positiven Kraft gewisse Dinge anzugehen. Es ist ganz klar, dass natürlich, wenn man auch jetzt an das Ehrenamt denkt, verschiedenste Bereiche mehr und schwerer getroffen sind wie andere, aber es ist auch wichtig, dass eben gerade in einem Netzwerk, wo wir hier auch in Südtirol von einer sehr regen Landschaft von rund 2500 bis 3000 Vereinen sprechen, manche sich auch zusammenschließen, wirklich jetzt dieses viel beschworene Netzwerk aktivieren, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Viele haben die Möglichkeiten, anderen auch im Ehrenamt nahezustehen und eben zu helfen. Und das ist auch ein Appell, den wir im Rahmen dieser Diskussion rund um die Fehlerkultur lancieren möchten. In diesem Sinne werden wir sicherlich am Thema dranbleiben und auch in den nächsten Monaten aktiv an dieser Thematik weiterarbeiten. Denn das Schlimmste, was passieren kann, dass man das als Eintagsfliege aufgreift und dann nicht mehr dranbleibt, sondern das ist jetzt eine ganz wichtige Möglichkeit, eben auch in der Fehlerkultur, in der Dialogbereitschaft und in der Stärkung der Kommunikation insgesamt anzusetzen.